FDP redet live. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Unser Schulsystem, in Normalzeiten oft Schwellenland, wenn man die Analphabetisierungsquote sieht, bei Corona frühes Mittelalter. Und zwar insbesondere deswegen, weil Deutschland bei digitaler Bildung himmelweit zurückliegt. Was die Grünen heute vorlegen, habe ich in weiten Teilen mit Fieberthermometer im Corona-Krankenbett schon in meinem Antrag im März geschrieben, sowie im Thesenpapier Lehren aus der Corona-Krise. So viel Übereinstimmung heute, liebe Grüne, das rührt mein Herz. Laut Schulbarometer haben nur 36% der Lehrkräfte ihre Schüler über Online-Plattformen erreicht. In der Schweiz und in Österreich, das sind noch mehr Verschwörungstheoretiker, die Orwell machen, waren es fast doppelt so viele, 60-65%. Und dass Deutschland an diesem Thema in der Krise versagt, darunter leiden insbesondere die finanziell Schwachen und die eh schon Bildungsferneren. Angela Merkel hat 2008 die Bildungsrepublik Deutschland ausgerufen. Heute haben wir keine Bildungsrepublik Deutschland, sondern in Teilen eine Bildungsarmutsrepublik. Und das ist beschämend. Genauso übrigens wie der schwarz-rote Auftritt heute Nachmittag beim Digitalpakt Schule. Der war ja so desaströs, dass sich heute kaum noch einer hertraut, um eine zweite Rede zu halten. Union und SPD spielen ein billiges Schwarze-Peter-Spiel. Sie schieben alles auf die Länder und tragen keine Sorge für ein einigermaßen solides nächstes Schuljahr. Meine Damen und Herren, Schulpflicht hat zwei Seiten. Kinder müssen zur Schule gehen, und der Staat hat die verdammte Pflicht, ihnen Unterricht zu bieten, und zwar analog wie digital. Und Präsenz wie Distanz. Die Koalition, ihre Fraktionen, die Bildungsministerin, sie üben sich im Beamten-Mikado und haben dabei leider auch noch eine richtige Glückssträhne. Bund und Länder haben immer noch keine Positivliste erstellt an seriösen Online-Anbietern, der einzig krisenfeste Weg für stabilen Unterricht nach den Sommerferien. Corona schüttelt unsere Schulen durch, und Union und SPD benehmen sich wie Schönwetterkapitäne. Was wir jetzt brauchen, erstens, Fortbildungspflicht für Lehrkräfte steht in jedem Schulgesetz, aber niemand setzt es bei digitaler Bildung durch. Zweitens, Schulen rasch eine rechtssichere Auswahl ermöglichen bei digitalen Lernplattformen, bei Tools und bei Content. Drittens, alles tun gegen die digitale Spaltung, Mittelabruf entbürokratisieren, Online-Lernen für alle sicherstellen, Digitalpakt 2.0. Und viertens, all den Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern, die jetzt den Schub der Digitalisierung nutzen wollen, auch die Freiheit dazu geben. Meine Damen und Herren, dieses Land braucht keine Paukanstalten, sondern soziale Talentbiotope in Präsenz wie in Distanz. Recht herzlichen Dank. Vielen Dank, Thomas Sattelberger. Dankeschön. Die nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Dr.